Hallo Community, hier sind wir wieder von Trader Online Video mit dem zweiten Teil zu Crack a Pack mit Matthias, Hi. Julian Tag. Und mir, dem Micha. Denn wir geben euch Tipps zum Booster Draft Format, öffnen einen Booster Hauptset 2020 und geben unsere Tipps und Einstellungen zum First Pack. Viel Spaß! Trader. Mit uns hast du gute Karten. Ja, da liegt er schon vor uns, der zweite Booster. Wir wollen mal gucken, was in ihm steckt. Ist ja immer wieder schön. So, okay. Wir legen los mit Benebeln. Ein blauer Spontanzauber, eine Kreatur deiner Wahl erhält -4/-0 bis zum Ende des Zuges, aber ziehe eine Karte. Das heißt, wir verlieren dadurch keine Karte. Herzenstecherbogen. Artefakt für eine Ausrüstung für zwei farblose Mana. Immer wenn die ausgerüstete Kreatur angreift, fügt der Herzenstecherbogen einer Kreatur deiner Wahl, die der verteidigende Spieler kontrolliert, einen Schadenspunkt zu. Ausrüsten kosten 1. Himmlisches Geschenk. Verzaubert eine Kreatur für zwei Mana. Wenn es ins Spiel kommt, ziehe eine Karte. Die verzauberte Kreatur hat Flugfähigkeit. Festungskrabbe. Einfach mal 1/6 für 4 Mana im Blau. Schlingernder Aasgeier. Für 3 Mana 2/2 fliegend. Wenn er ins Spiel kommt, lege die obersten 4 Karten der Bibliothek auf deinen Friedhof. Du erhältst für jede Kreaturenkarte, die auf diese Weise auf deinen Friedhof gelegt wurde, einen Lebenspunkt dazu. Gedankenzersetzung. Für 3 Mana ein Spieler deiner Wahl wirft 2 Karten ab. Absturz. Für ein grünes, ein beliebiges, zerstöre eine fliegende Kreatur deiner Wahl. Feuerelementar. Für 5 Mana 5/4 in Rot. Rudelmastiff. Für 2 Mana, 2 Zweier und Pumper, jede Kreatur namens Rudelmastiff, die du kontrollierst, erhält +1/+0 bis zum Ende des Zuges. Schuppiger Raubreißer. Für 6 Mana, 6/5er Dinosaurier mit bedrohlich. Kann also nicht geblockt werden, außer von 2 oder mehr Kreaturen. Jetzt kommen die Ankams. Sausender Versenger. Für 4 Mana Elementarwesen 1/1. Wenn der sausende Versenger ins Spiel kommt, erzeuge 2 1/1 rote Elementarwesen-Kreaturen, Spielsteine. Elementarwesen, die du kontrollierst, erhalten Eile bis zum Ende des Zuges. Borkenhaut-Troll. Für 2 grüne, 2/2. Der Borkenhaut-Troll kommt mit einer +1/+1 Marke ins Spiel. Und für beliebiges Mana entfernen eine +1/+1 Marke vom Borkenhaut-Troll. Der Borkenhaut-Troll erhält Fluchsicherheit bis zum Ende des Zuges. Letzter Ankam. Sturm-Sippen-Blitzbote. Ein rotes, ein blaues, 2/2 fliegend mit Eile. Elementarwesen-Zauberer. Und als Rare-Karte Verliesgeist. 2 blaue, 2 farblose oder 2 beliebige, 3/3er Geist fliegen. Wenn er ins Spiel kommt, tappe eine Kreatur deiner Wahl, die einen Gegner kontrolliert. Die Kreatur enttappt nicht während des Enttappsbegrenzens ihres Beherrschers, solange du den Verliesgeist kontrollierst. Und noch ein Wald und noch ein Golem-Turm. Okay, First Pick. Wer will anfangen? Du wieder? Ja, okay, dann fange ich an. Also ich finde mich ganz klar für den Verliesgeist entscheiden, weil er einfach für, weil er einfach für 4 Mana richtig stark ist, weil er, okay, kostet 2 blaue, aber er ist halt 3/3 fliegend und wenn er ins Spiel kommt, kann er sozusagen, bis er wieder rausgeht, eine Kreatur gefangen halten. Ja. Und die kommt dann auch nicht mehr wieder. Genau. Bis er das Spiel verlässt, ne? Und das finde ich halt mega stark. Ja. Das wäre mein Pick. Okay, das wäre dein Pick. Ja. Matthias. Ja, der Verliesgeist ist natürlich toll, es wäre auch tatsächlich mein First Pick. Aber welche Karte ich auch auf jeden Fall sehr gut finde, ist der schuppige Raubreißer für 6 Mana, 6/5 bedrohlich. Ist auf jeden Fall eine Bombe, die man spielen kann. Weil er muss auf jeden Fall von 2 Kreaturen geblockt werden. Das heißt, wir nehmen sie wahrscheinlich noch damit 2 Kreaturen vom Gegner raus. Da muss man sich halt entscheiden, was man dann eher anpicken will. Jetzt gucke ich mir das Booster an. Rot ist sehr gut vertreten eigentlich mit den Kreaturen, die da sind. Wenn man da noch möchte und der ist noch drin, dann kann man auch den Sturmsippen Blitzboten, der auch sehr stark ist mit fliegende Eile 2/2. Also Blau finde ich dagegen sehr schlecht vertreten. Keine der beiden anderen blauen Karten würde ich überhaupt spielen wollen. Deswegen würde ich tatsächlich, glaube ich, tatsächlich so den 6/5er nehmen. Also den schuppigen Raubreißer. Ja, okay. Ich wäre auch beim Verliesgeist, muss ich ganz ehrlich sagen, weil einfach fliegend so eine Fähigkeit ist, die kann das Spiel gewinnen. Wenn man auf dem Boden nicht mehr weiterkommt, dann geht der Kampf in der Luft weiter. Und wie du schon richtig gesagt hast, ist er für 4 Mana 3/3 fliegend. Das alleine ist schon gut. Ja. Und dass er dann halt noch eine Kreatur so gesehen gefangen hält, das kann ja einfach das nimmt einfach eine Bedrohung weg. Also insofern ist die Kreatur auch zumindest ein zeitweises Removal, finde ich auch sehr, sehr gut. Man ist natürlich dadurch, dass er 2 blaue kostet, bist du halt sehr stark festgelegt auf blau. Da hat Matthias aber schon richtig gesagt, so vielleicht kann man damit ja noch weitergehen. Das heißt, wenn die Karten nochmal rumkommen, weil zweifarbig immer sehr selten direkt gepickt wird, dann könnte man da mit dem Blitzboten weitergehen. Ist dann auf rot zwar schon drin, aber rot ist ja auch stark und blau-rot
harmonieren ja auch sehr, ja, sehr gut entsprechend. Hier hätten wir auch nochmal wieder einen Flieger, der dann vielleicht einfach nochmal rumkommt. Also da könnte man in diese Richtung weiterbauen, dass zumindest Blau dann die Hauptfarbe wird oder man einfach Blau-Rot spielt. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall legt man sich auf sehr blaulastig fest. Interessant finde ich auch den sausenden Versänger, wenn man später auf Elementarwesen geht, weil der bringt ja noch zwei weitere Kreaturen mit rein. Ja, ne? Also insofern irgendwie wenn man halt mit irgendwie Kreaturenverstärkungsmechanismen arbeitet, wenn man in Richtung Rot-Weiß nachher gehen kann oder so, ist das auch nochmal ein schöner Pick, sollte man nicht unterschätzen, wenn man damit weiterarbeiten kann. Mhm. Ja, und der Schuppelgraubreißer habe ich auch schon gegengespielt, das ist ein Kracher. Genau wie das Feuerelementar. Einfach irgendwas Dickes legen können, ist auch einfach wichtig in dem Format. Ne? Ja. Ja. Also insofern, ja, schreibt mal in die Kommentare, was ihr picken würdet, was eure Einschätzungen sind, auch zu den anderen Farben vielleicht. Ne? Wir lesen auch alle fleißig mit und das soll ja so eine Austauschbörse hier im Effekt sein von den Erfahrungen eventuell auch. Ja, und dann, wenn es euch gefallen hat, gebt ein Like, ne? Und schreibt rein, wie eure Erfahrungen zum Hauptsitz 2020 sind und wir machen hier munter weiter. Wünschen euch viel Spaß mit Hauptsitz 2020 und sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Tschüss. Ciao. Ciao.